Liebe Genossinnen und Genossen, der Koalitionsvertrag liegt jetzt bei euch zu Hause im Briefkasten. Nehmt ihn und lest ihn, das ist meine Bitte. Schaut auf das große Ganze. Der Konvent als oberstes Gremium unserer Partei hat uns einige Sachen in den Rucksack gepackt und uns gebeten, zu den ganz wichtigen Themen etwas Gutes nach Hause zu bringen. Und wir haben hart verhandelt, bis an die Grenze unserer psychischen und physischen Belastbarkeit. Und wir können sagen, wir haben 95% geschafft. Und vieles darüber hinaus, mit dem wir gar nicht vorher gerechnet haben. Deshalb sage ich mit Fug und Recht, ich bitte um eure Zustimmung. Denn es geht darum, das Leben der Menschen ein bisschen lebenswerter und besser zu machen. Und wenn es diese Koalition nicht gibt, dann gibt es keinen Mindestlohn 8,50 Euro, der übrigens erst 2015 kommen kann, weil wir ja noch ein Gesetz machen müssen. Dann gibt es keine Verbesserung bei der Leih- und Zeitarbeit und bei den Werkverträgen. Dann gibt es keine Verbesserung bei der Rente, die wir dringend brauchen. Ich habe so viele im Wahlkampf getroffen. Frauen, die hart gearbeitet haben und unterm Existenzminimum liegen mit ihrer Rente. Die wollen nicht zum Amt gehen und Bittsteller sein. Jetzt haben wir die Chance, alle diese Dinge zu verbessern. Auch die Kommunalfinanzen für Nordrhein-Westfalen ganz wichtig. Da haben wir einiges rausgeholt. Beim Thema Bildung, beim Thema Infrastrukturinvestitionen. Und bei der doppelten Staatsbürgerschaft haben wir einen wichtigen Schritt getan. Und ehrlich gesagt, der Schritt in die richtige Richtung ist wichtiger als die Länge jedes einzelnen Schrittes. Wir wollen noch mehr, dafür werden wir weiter kämpfen. Aber wir haben nicht alles geschafft. Übrigens auch nicht bei den gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Wir wollten die Homo-Ehe. Und wir wollten auch das Adoptionsrecht. Aber die andere Seite hat komplett zugemacht. Sie sind dazu nicht bereit. Wir müssen weiter kämpfen. Und wir haben hart gekämpft bis zum Schluss. Also, vieles erreicht. Nicht alles. Aber ich glaube, insgesamt kann sich das Ergebnis sehen lassen. Und wir wollen Verantwortung übernehmen dafür, dass diese Verbesserungen für die Einzelnen auch wirklich eintreten können. Deshalb meine herzliche Bitte, zustimmen zum Koalitionsvertrag. Und eins noch, es war nie so wertvoll, SPD-Mitglied zu sein wie heute. Ich freue mich darüber, dass hier über 900 Leute nach Kamen kommen und mehrere hundert auch in der anderen großen Veranstaltung sind. Und die vielen Diskussionen in den Ortsvereinen und Unterbezirken, sie zeigen, dass wir eine Partei sind, der es um die Inhalte geht und die genau hinschaut. Und das macht mich stolz. Danke.